Kelly. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Okay. Projekt Feuergänger. Das war knapp auf Karumoto. Shepard, bei der Analyse des Senders, den Sie zur Übertragung Ihrer Funde benutzt haben, ist eine beunruhigende Tatsache ans Licht gekommen. Die MSV Rosalie hat ohne Autorisierung Signale an einen unbekannten Zielort gesendet. Vermutlich verfolgen die Geth auf diese Weise Dr. Casey und Dr. O'Loy. Wir konnten aus den Daten außerdem die genaue Position von Dr. Caseys brodianischer Fundstätte entnehmen. Er war überzeugt davon, dass dort eine Enthüllung von bahnbrechender Bedeutung wartet. Sie sollten schnellstmöglich dorthin fliegen, um eventuelle bereits angelaufene Beschaffungsmissionen der Geth zu unterbinden. Ich weiß nicht, was ich von Grunt halten soll. Mein Psychoreport war über O'Kear. Wir haben keine Garantie, dass Grunt mental stabil ist. Es kommt mir so vor, als sei ihm absolut alles egal, einschließlich wer lebt oder stirbt. Keine Sorge, Kelly. Ich lasse nicht zu, dass er sie anfasst. Wenn hier irgendwer wen anfasst, sollten Sie daran beteiligt sein. Wie auch immer. Was gibt's? Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Das ist doch meine Aussage, Kelly. Das ist doch meine Aussage, die gefällt mir. Sie leben noch. Ich glaube, ich habe Hunger. Sorry. Immer noch nicht fertig hier. Projekt Feuergänger. Okay, verschollener Agent. Blablabla. Feuergänger, okay. Uff. Brodianische Ruinen, Geth, Brodianische Ruinen, würde ich sagen, ne? Ich habe eine Anomalie geortet. Wo, auf dem ganz kleinen Planeten hier? Sonde gestartet. Die Scanner haben etwas gefunden. Brodianisches Artefakt, ne? Bin ja mal gespannt, du. Kasumi kommt wieder mit. Und Jack. Machen wir mal ihr Standard-Outfit wieder. Ist sie zwar halb nackt, aber okay. Was nehmen wir? Wir haben... Oh, die Kampfdrohne, die nehmen wir halt auch nie, ne? Oder wir warten einfach noch und dann kommt Schmettern dran. Die hat eh nix. Okay. Die hat so ein cooles Gesicht, die alte Socke.
Wenn ich das schon wieder sehe mit dem Schutzschild. Kinetische Barriere entdeckt. Stärke der kinetischen Barriere übersteigt Potenzial konventioneller Waffen. Empfehle Abschalten der Energiequellen. Upsala. Huch. Yes, Element Zero. Nein, schade. Stärke der kinetischen Barriere verringert. Komm schon. Oh Mann. Oh, das war ein bisschen zu weit oben. Ah, okay, da ging's rein. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Oh, was bist du denn für ein süßes kleines Käferchen? Diese Fundstätte ist spektakulär. Wie sich jetzt zeigt, ist unser wahrer Feind die Zeit. Trotz der zum Schutz der Ausgrabungsstätte angeheuerten Blue Suns konnten wir den Schild gerade noch aktivieren, bevor die Geth aufgetaucht sind. Woher wissen sie über unsere Aktionen fast früher Bescheid als wir selbst? Schicke ich etwa meine Gedanken direkt zu ihnen? Ich muss herausfinden, wie sie das bewerkstelligen. Ich werde Dr. O'Loy fragen, ob er mir dabei irgendwie behilflich sein kann. Dieses Geräusch.
muss von den Reapern indoktriniert worden sein. Ich habe ihn ertappt, als er unsere Daten an ein Geth-Schiff geschickt hat. Ich werde an einem weiteren Geth-Angriff, einem zweiten Eden Prime, nicht schuld sein. Ich habe Oloy zum Schweigen gebracht. Endgültig. Was das wohl ist? Biotischer Schaden. Es ist zu spät für mich. Sie sind noch immer in meinem Kopf und stehlen meine Gedanken. Ich kann sie nicht vertreiben. Ich habe keine Wahl. Ich muss dieses Relikt zerstören. Und mich selbst. Okay. Dr. Casey wollte die Vereinbarung nie verstehen, die ich mit den Kollektoren getroffen habe. Er ist besessen von diesen Proteanern. Er würde für ihre Geheimnisse alles opfern. Er hat mich beinahe mein Leben gekostet, aber ich habe es für dich getan, Helen. Um deine Sicherheit zu gewährleisten. Die verdammten Kollektoren waren einverstanden, im Austausch gegen diesen proteanischen Fund deine Kolonie zu verschonen. Ich kann nur hoffen, dass du von all diesen schrecklichen Vorkommnissen verschont geblieben bist. Es war alles für dich, Dr. Robert Oloy. Das ist er. Der sieht nicht mehr ganz so frisch aus. Forschungsstation von Dr. Casey gefunden. Proteanisches Artefakt sichergestellt. Fair erhalten. Spion. Jo, biotische Schaden. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Okay. Erstmal erforschen wir. Juhu. Immer noch nicht. Ja, okay. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Du hast gerade gesagt, ich habe neue Nachrichten. Projekt Feuergänger. Der Energieschub, der mit ihrer Beschaffung des proteanischen Artefakts zusammenfiel, enthielt verschlüsselte Informationen. Die meisten Daten konnten wir nicht auffangen, aber was wir entschlüsselt haben, eröffnet uns neue Wege in der Forschung von Energieumwandlung und Biotik. Die Wissenschaft wird damit noch Jahre beschäftigt sein. Den Daten zufolge ist das Objekt derzeit inaktiv und stellt keine Gefahr dar. Allerdings fragen wir uns, ob Dr. Casey seine Geheimnisse gelüftet hätte, falls er mal Zeit gehabt hätte. Wir werden seine Forschungsarbeit fortsetzen. Ein historischer Fund für die Menschheit. Gute Arbeit, Shepard.
Bevor wir hierhin gehen nach Hawking Ida, machen wir erst auf jeden Fall die anderen. Wir machen jetzt den Geth-Überfall und danach fliegen wir nach Omega. Und dann muss ich mir echt aufschreiben, habe ich hier irgendwo einen Zettel und einen Stift? Ich glaube ja. Dann muss ich mir wirklich aufschreiben, wo das N7-Ding ist. Warte. Ah, da unten. Ich habe eine Anomalie geortet. Sonde unterwegs. Die Scanner haben etwas gefunden. Mir tut mein Nacken weh. So. Da wir ja jetzt nicht wirklich jemanden dabei hatten, nehmen wir nochmal sie und... Ach so, dann haben wir zwei Biotiker, ne? Ach, ist ja eigentlich auch egal. Sie gefällt mir halt nicht, ne? Mit ihrem Rumgestöhne. Das wollten wir lassen. Sapiens oder Kado? Was ist der Unterschied? Waffenschaden 18, Aufladezeit. Kado. verbessertes Ziehen oder Zugfeld. Wirkungsdauer 3 Meter. Schon wieder. Bin froh, wenn wir das fertig haben, den Kladderadatsch. Oh, Schnee! Oh, cool. Ich mag ja Schnee. Längeres Verweilen in extremen Temperaturen kann die Maschinenleistung reduzieren. Missionsziele geortet. Daten zur Atmosphäre erhalten. Maschinentemperatur stabilisiert sich. Oh, ich liebe Schnee. Oh, hier könnten wir bleiben. So eine Schneemission wäre doch schön. Wenn ich es beschleunige, dann geht es, glaube ich, auch nochmal, ne? Warnung. Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Ja, was soll ich denn machen? Ich hasse diese Aufgabe schon jetzt. Hindernis geortet.
Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Hindernis geortet. Achtung, Maschinentemperatur fällt. Warnung, Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Hindernis geortet. Achtung, Maschinentemperatur fällt. Warnung, Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Na, da drüben. Oh, ich gehe dann immer so mit, so rüber, rüber. Kennt ihr das von Mario Kart? Da habe ich das auch immer gemacht. Hä? Was? Keine Ahnung. Alarm. Katastrophaler Systemausfall. Wechsle auf Notfallenergieversorgung und fordere sofortige Evakuierung an. Ich hab doch aber alles gemacht. Verstehe ich nicht. Daten beschafft von 9 Knoten. Aber wir haben doch den letzten Knoten noch gemacht. Hä, wir hatten nur noch einen Knoten übrig und den habe ich doch auch gemacht. Ich sehe es ja dann im Schnitt und kann mich dann weiter drüber aufregen. So eine Scheiße. Ach, das war der Omega-Nebel. Beobachtungsstation. Walking Eater. Dann machen wir jetzt das mit Samara und dann fliegen wir hier hin. Ich muss gleich nachher nochmal gucken. Wir sind ja im richtigen System, wie der Planet hieß. Jetzt helfen wir erstmal Samara. Sehr gespannt, ob ich das Spiel heute durchschaffe. Es sieht ja so aus. Also viel haben wir nicht mehr, ne? Wir haben noch 2 Nebenmissionen und hier, wer ist denn das ja eigentlich? Einen Platz haben wir noch frei. Stimmt, einen Platz haben wir noch frei. Wer kommt denn da noch? Ich hoffe. Ich weiß, wer da noch kommt. Mal gucken. Okay. So Nacken. Die tägliche Menge an Toten auf Omega ist zu hoch, um daraus den Aufenthaltsort einer Adadyakshi zu ermitteln. In Anbetracht des Rufes der Adadyakshi bei den Asari ist es jedoch möglich, dass Aria T-Log sie überwachen lässt. Danke. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Aria erwartet mich.
Ach ja, die Aria war ja die Besitzerin. Hey Ladies, was geht ab? Was brauchen Sie? Eine flüchtige Asari hält sich hier versteckt. Sie ist eine Adat Yakshi. Wir müssen sie finden. Ich wusste es. Nichts hinterlässt eine Leiche, die so leer ist. Nur eine Adat Yakshi. Sie haben nichts unternommen, um sie zu töten? Warum sollte ich? Mich wollte sie ja noch nicht verführen. Ihr letztes Opfer war ein junges Mädchen. Hübsches Ding. Lebte in den Wohnhäusern hier in der Nähe. Dort würde ich mit der Suche beginnen. Danke für die Hilfe. Viel Glück bei der Suche und noch mehr Glück beim Einfangen. Die hat auch eine sehr schöne Bemalung. Mal gucken, wo sind denn die Apartments? Apartments. Aria erwartet dich. Ist das? Ja. Grüße. Oh, hallo, ich hatte kennen gehofft, wir uns? Sie wird vorbeikommen. Ich bin Ish und das ist Cell. Hi. Sie sehen aus, als wäre es gut, Sie zu kennen. Freundliche Gesichter sieht man hier nur selten. Vernünftige Leute sind an einem Ort wie diesem wichtiger als die Luft zum Atmen. Brauchen Sie was? Nun, wenn Sie so freundlich wären, könnten Sie über einen Vorschlag nachdenken, den ich Ihnen unterbreiten möchte. Ich brauche fähige, vertrauenswürdige Leute, die für mich ein kleines Geschäft erledigen. Natürlich nichts Illegales und gut bezahlt. Was für Geschäfte machen Sie denn? Wichtige Geschäfte. So wichtig, dass wir mit Ihrer Hilfe ganz Omega verändern könnten. Was bedeutet ganz Omega verändern? Nun, ich wollte ja nichts sagen, aber manche Leute hier machen Geschäfte mit anderen Leuten in der ganzen Galaxie. Wenn ich Informationen über diese Geschäfte hätte, könnten wir einigen Staub aufwirbeln. Mehr sage ich nicht. Ich höre zu. Ich bin im Informationsgeschäft. Spezialgebiet An- und Verkauf von geheimem Material. Es ist nicht illegal. Ich brauche nur jemanden, der Päckchen an bestimmten Orten abholt und hierher zu mir bringt. Wo ist der Haken? Kein Haken. Ich bin nur ein Geschäftsmann. Was meinen Sie damit? Das mache ich. Meine Kontakte benutzen spezielle Zielpunkte. Sie müssen außerhalb von Marabs Geschäft auf der Citadel nachsehen und im Inneren der Eternity Bar auf Ilium. Suchen Sie nach allem, was ein Datenpaket enthalten könnte und bringen Sie es dann zu mir. Viel Glück, Freunde. Ich traue dem nicht, aber wir machen es trotzdem. Ach, der steht immer noch da und hält seine Predigt. Das Ende ist nah. Gucken, was es hier gibt. Auswahl an illegalem Zeug. Hier lässt sich's leben, wenn man stark und skrupellos ist. Gefällt mir.
Ach so? Die Leute kommen an solche Orte, weil sie ein besseres Leben suchen. Und nach ihrer Ankunft finden sie das hier. Leute voller Leben, die auf einer Welt voller Verbrecher in die Armut gezwungen werden. Sie verdienen Schutz. Sollte ich unsere Mission überleben, komme ich vielleicht hierher zurück. Aber ich dachte immer, Harrods verkauft nur Sachen für Männer. Aber nein, Harrod hat etwas für jeden. Er hat mir auch diesen Gewürzschrank in Form eines Minenscanners verkauft. Derbe Munition für schwere Waffen, haben wir das nicht schon? Das ist ja großartig. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ne? Aber wir hatten doch auch irgendwas. Na gut. Sind wir hier richtig? Hallo. Sind Sie wegen meiner Tochter hier? Nein. Meine Neffe ist vor einer Woche gestorben und niemanden scheint es zu interessieren. Die Mediziner reden von einer Gehirnblutung, aber das ist nicht wahr. Es war Mord. Jemand hat meinen Neff ermordet, meinen Schatz. Okay, wir sind doch richtig. Ich glaube auch, dass sie ermordet wurde und ich suche ihren Mörder. Danke. Es ist so schwer, wenn einem niemand glaubt. Ich bin jetzt ganz allein. Gehören Sie zu Arias Leuten? Ich bin hier, um zu helfen. Ist es wichtig, wer mich geschickt hat? Niemanden auf dieser Höllenstation kümmert es, dass meine Neff tot ist. Wenn Sie etwas unternehmen können, werde ich behilflich sein, so gut ich kann. Hatte Ihre Tochter viele Freunde? Nein, viele nicht. Sie war verschlossen. Die meiste Zeit hat sie ihre Skulpturen angefertigt und war nicht mit Freunden unterwegs. Aber etwas hat sich in den letzten Wochen verändert. Sie hat angefangen, von einer Asari zu erzählen. Morinth. Verstehe. Ich mochte sie nicht. Sie hat Neff in Clubs mitgenommen. Und ich bin sicher, dass meine Tochter von ihr Drogen bekommen hat. Was für eine Person war diese Morinth? Ich habe sie nie getroffen, aber Neff hat von ihr geschwärmt, als wäre sie eine Königin. Wenn sie von Morinth sprach, hätte man glauben können, dass es sonst niemanden auf der Welt gab. Das kommt mir bekannt vor. War Neff mit jemandem besonders oft zusammen? Sie war immer so ruhig, wenn sie hier zu Hause arbeitete. Und dann, vor ein paar Wochen, begann sie plötzlich ständig auszugehen. In den VIP-Bereich von diesem Club am Ende der Straße. Ich glaube, man braucht ein Passwort oder so, um reinzukommen. Die Veränderung kam so plötzlich. Sie war einfach nur müde und unkonzentriert, wenn Morinth nicht in der Nähe war. Was für ein Mädchen war Ihre Tochter? Meine Neffe hatte in sich so ein Feuer. Sie war schüchtern, aber sehr kreativ, irgendwie getrieben und das beste Mädchen, das eine Mutter sich wünschen kann. Sie war kreativ? Wie? Sie war Bildhauerin. Mehrere Galerien waren an ihr interessiert. Sie sagten, ihre Werke seien so unverbraucht. Darf ich Neffs Zimmer durchsuchen? Ich will nichts durcheinander bringen. Ihre Kleidung, ihre Kunst, ihre Skulpturen. Alles ist genauso, wie sie es zurückgelassen hat. Und so wird es immer bleiben. Mein Schatz ist fort. Sie ist... Danke. Es tut mir leid. Ich vermisse sie so sehr. Schon in Ordnung. Wir alle mussten Verluste durchleiden. Ich weiß, was es bedeutet, eine Tochter zu verlieren. Ich werde sie rächen. Danke. Und wenn es Ihnen hilft, den Mörder zu finden, dann durchsuchen Sie ruhig Ihre Sachen. Wir werden uns respektvoll verhalten. Ich werde Ihre Sachen durchsuchen. Ganz spartanisch eingerichtet hier, ne? Mittleren Eintrag anzeigen. Zyklus 36, Orbit 671. Bin ich ein Freak? Morinth ist ein Mädchen wie ich. Und sie ist ganz klar kein Mensch. Aber wenn wir tanzen,
und das Herlex durch meinen Körper fließt. Wie sie mich dann ansieht, mit dieser Gier, dieser Sehnsucht, so hat mich noch nie jemand angesehen. Heute Abend haben wir uns geküsst. Letzten Eintrag anzeigen. Zyklus 42, Orbit 67. Heute Abend nimmt sie mich in ihr Apartment mit. Was auch geschieht, ich will für immer bei ihr bleiben. Sie kann meine Werke verkaufen. Wir könnten an einem noblen Ort leben, wie die Frauen in Vainia. Dem Video, das Morans so gefällt. Wie konnte ich so viel Glück haben? Ich bin doch nur ein dummes Mädchen von Omega. Ältesten Eintrag anzeigen. Hey, Tagebuch. Zyklus 34, Orbit 671. Es gibt viel zu bequatschen. Ich habe ja Roots Namen gesagt und sie haben mich in den VIP-Bereich des Afterlife reingelassen. Alle haben mich angestarrt, ganz sicher. Plötzlich fängt neben mir eine total schöne Asari an zu tanzen. Sie bewegte sich wie Wasser. Immer in Bewegung, ständige Veränderung. Aber doch klare Formen und fester Körper. Ich bin in Trance. Dann habe ich mit ihr getanzt. Später haben wir was gegessen und ich werde sie morgen wiedersehen. Holo-Tagebuch schließen. Das ist das Werk von Morinth. Künstler und kreative Leute ziehen sie an. Wesen mit diesem bestimmten Funken in sich, zudem meist leicht isoliert. Sie beeindruckt sie durch Intelligenz und Sexappeal. Die Jagd ist für sie ebenso interessant wie das Schlagen der Beute. Jeder, der 400 Jahre lang intelligente Lebewesen gejagt hat, ist mit Vorsicht zu genießen. Morinth kommuniziert auf vielen Ebenen. Ihr Körper teilt dem ihren mit, dass unvorstellbare Ekstase auf ihn wartet. Ihr Duft weckt lange versteckte Gefühle. Ihre Augen versprechen Dinge, die sie noch nie von jemandem zu erbitten wagten. Ihre Stimme flüstert noch, wenn sie schon längst nichts mehr sagt. Das klingt eher nach einer hochentwickelten Killerin als nach einem Wesen mit Gendefekt. Den Zustand gibt es schon, seit mein Volk sich nachts am Feuer versammelte. Vielleicht ist es eher eine Art Symbiose als ein Defekt. Ihren Unterschlupf zu stürmen wäre keine gute Idee. Sie hat bestimmt 100 Fluchtpläne. Sie wird landen und dann für 50 oder mehr Jahre verschwinden. So nah war ich noch nie an ihr dran. Dann müssen wir sie also rauslocken. Genau. Shepard, Sie lesen meine Gedanken. Der VIP-Bereich des Afterlife scheint ihr bevorzugtes Jagdgebiet zu sein. Sie müssen dort alleine und unbewaffnet hingehen. In meinem sexy Kleid. Sie wird auf mich zukommen. Sie können Morinth rauslocken. Wenn sie mich sieht, wird sie mit Sicherheit fliehen. Aber Ihnen kann sie nicht widerstehen. Sie sind auf dem Schlachtfeld eine Künstlerin. Sie strahlen diese Lebenskraft aus, die sie anzieht. Ihre Kraft wird sie anlocken. Oh ja. Wir verlieren Zeit, nichts wie hin. Ich stimme zu. Wir können weiterreden, wenn wir dort sind. Bereut! Das Ende ist nah! Wir standen doch, glaube ich, schon mal vor dem VIP-Bereich. Ich glaube, ich würde jetzt mal außen rum gehen. Es ging doch hier auch noch irgendwo rein, ne? Also ich glaube, der VIP-Bereich war eigentlich oben. Aber ich würde... Ah, okay, ja gut, bringt nichts. Oh, ich würde auch gerne mal wieder weggehen. Oh. Scheiße, schmeckt so.
Hätte ich mich umziehen sollen? Das ist bestimmt der VIP-Bereich. Ich sehe nach jeder Minute besser aus. Anton! Was brauchen Sie? Nix, hatten wir alles schon. Ich habe gedacht, Danke. Sie kann mir vielleicht. Komme ich später wieder. Sie kann mir vielleicht kurz. Hier gibt's nichts zu sehen. Da hinten ist der VIP-Bereich. Okay, Schatz, mache ich gleich. Ich bring dir gleich was. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier richtig laufen. Warte mal. Muss jetzt öfters auf die Karte gucken, Entschuldigung. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Da lang, sicher? VIP-Bereich, okay. Aria erwartet mich. Gib mich den Admiralstern abgelehnt und bleib Commander der Orizaba. Sie erklärte, ihre Beförderung zum Admiral sei ein politischer Schachzug. Sie können es vermitteln. Bin mir nicht sicher. Aber es zwei Jahre nachdem ein Geldangriff die das zerstört hätte, hat Zeus Hope nun Pläne für eine Vergrößerung vorgelegt. Was wollen Sie hier? Ich würde gerne an der Party teilnehmen. Das ist wirklich nicht das Richtige für Sie. Auf der Hauptebene des Afterlife gibt's gute Drinks und noch bessere Musik. Was wollen Sie hier? Ja, ist okay. Ich will überhaupt nichts. Sehen Sie sich den Mainfloor des Afterlife mal an. Wird Ihnen gefallen. Muss ich noch was anderes vorher machen? Finden Sie den Hintereingang zum VIP-Bereich des Afterlife und lassen Sie den Namen Yarut fallen, um reinzukommen. Ich verlaufe mich gerade hier, ne? Wo könnte denn die Hintertür sein? Nee.
weiß es nicht. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich glaube, ich guck mal nach. Tut mir leid. Ich glaube, ich bin doof. Ich glaube, ich bin echt doof. Ich glaube, es stand schon da und ich habe es nicht gelesen, weil es, wie immer, wenn ich irgendwas lesen soll, überfliege ich es nur. Scheiße. Ich glaube, es stand schon da. Achtung. Mir wurde gesagt, im Vergleich hierzu wäre der Rest des Afterlife gar nichts. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, Root. Gehen Sie rein. Kleiner Tipp. Wenn Sie einen Streit anfangen, tun wir Ihnen weh. Werden Sie angegriffen, können Sie sich natürlich wehren. Wer lesen kann, ist klar am Vorteil. Ganz eindeutig, wie es mal wieder beweist. Ach Gott, naja. Oh, ich habe mein schönes Kleid an. Darauf habe ich gehofft. Sie müssen allein reingehen. Morins wird Sie beobachten. Wie jedes Raubtier ist sie vorsichtig. Sie müssen ihr Interesse wecken, damit sie sich ihnen nähert. Wenn sie ihr direkt gegenüberstehen, sorgen sie subtil dafür, dass sie sie in ihr Apartment einlädt. Ich folge ihnen unauffällig. Und wenn sie allein sind, schnappt die Falle zu. Hören Sie, bis zu meiner Ankunft schweben sie in großer Gefahr. Sie wird Schreckliches für sie vorbereiten. Und wenn sie nicht aufpassen, werden sie das sogar wollen. Wie kann ich ihr Interesse wecken, ohne mit ihr zu sprechen? Mut oder selbstmörderische Tapferkeit können ihre Aufmerksamkeit wecken. Wenn sie sich verteidigen und dabei jemanden verletzen, findet sie das aufregend. Aber wenn sie Streit suchen, langweilt sie sich nur. Bewegen sie sich elegant durch die Menge im Nachtclub. Das wird sie faszinieren. Sie wird sie wollen, sobald sie sie erblickt. Und dann geht es nur noch darum, ihre Vorsicht auszuhebeln. Wie überzeuge ich sie davon, mich mit nach Hause zu nehmen? Sie bewundert Stärke, Direktheit und Lebenskraft. Bescheidenheit, Höflichkeit oder Sanftmut findet sie abstoßend und langweilig. Gewalt regt sie an. Sie haben getötet, Shepard. Das wird sie mögen. Sie alleine erwischen und dann unter ihren Einfluss geraten? Da muss das Timing aber wirklich präzise sein. Ich werde in der Nähe sein und Ihnen helfen, Shepard. Vertrauen Sie mir, so wie ich Ihnen vertraue und Sie respektiere. Okay, was haben wir noch über Morinth erfahren, das uns weiterhelfen könnte? Laut Nevs Tagebuch tanzt Morinth gern, wenn sie eine Droge namens Halex konsumiert hat. Nevs Tagebuch erwähnt ein Video mit dem Titel Vienya. Es scheint irgendetwas mit glamourösen Frauen zu tun zu haben. Tja, Shepard, mehr wissen wir nicht. Dann los, fangen wir an. Shepard, wir haben nur diese eine Chance. Ein Fehler und Morinth ist weg. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, sprechen Sie mich noch einmal an. Ich werde hier warten. Und Shepard? Danke. Ich teile diese Bürde sonst mit niemandem. Aber Sie sind die Einzige, bei der ich mir das überhaupt vorstellen kann. Los geht's. Hey, wissen Sie vielleicht, wo es Tickets für Expel 10 gibt? Diese unglaubliche Asari hat gesagt, das wäre ihre Lieblingsband. Ich will einfach nur das, was sie will. Ich brauche diese Tickets. Das Konzert von Expel 10 ist schon morgen. Sie scheint was Besonderes zu sein. Ist sie hier? Sie war vor ein paar Tagen hier und hat von der Band erzählt. Sie ist ziemlich oft hier. Wenn sie wiederkommt, habe ich die Tickets. Ich habe keine Tickets. Wenn Sie welche besorgen können, lasse ich was springen. Ich hasse diesen Ort und jeden, der hier ist. Und jede Nacht beginnt. Ich bin so gespannt, wie sie aussieht. Hallo, ich brauche dringend Hilfe und weiß nicht, wen ich fragen soll. Sie sind ein Mensch und scheinen nüchtern zu sein, also sind Sie die Richtige. Können Sie mir helfen? Gar
ganz langsam. Was genau ist das Problem? Richtig. Langsam. Tut mir leid, ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Meine Freundin Moira schreibt einen Artikel über die Gangs auf Omega. Sie hängt mit Florid rum und der ist der schlimmste von allen. Was macht sie? Eine Videodoku. Sie ist Reporterin, verstehen Sie? Sie will was über die Anführer der Gangs machen. Ihre Freundin könnte was zustoßen. Richtig. Und das wird auch passieren. Florid hat nämlich alles rausbekommen. Seine Gang ist auf dem Weg hierher und sie werden sie übel zurichten. Ich muss ihr schnellstens eine Nachricht übermitteln. Was soll ich für sie tun? Sie und ich, wir haben einen Code. Wenn sie rübergehen, zwei Worte zu Florid sagen, weiß meine Freundin, was los ist und wird sich absetzen. Die beiden Worte lauten Terminal und Ewigkeit. In dieser Reihenfolge. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das tun werden, sonst überlebt sie es nicht. Das kriege ich hin. Danke. Vielen Dank. Nicht vergessen, Terminal und Ewigkeit. In der Reihenfolge. Machen Sie einfach einen Satz draus. Ich rede mit niemandem. Sind Sie sicher, dass Sie hier wirklich sein wollen? Kann ich etwas für Sie tun, Lady? Gibt es hier ein öffentliches Extranet-Terminal? In einem Club? Haben Sie kein Universalwerkzeug? Das ist eine ziemlich seltsame Frage. Ich nehme immer öffentliche Terminals. Mein Universalwerkzeug ist schon seit einer Ewigkeit kaputt. Das wird mir zu blöd. Unser Gespräch ist beendet. Hey, Florid, ich muss mal. Ja? Beeil dich, Monroe. Ich will hier raus. Soll ich mit ihm noch... Okay, Streit soll ich ja nicht anfangen, ne? Das Miststück kommt nicht zu hören. Sie sich.